Hallo zusammen. Nach längerer Abstinenz muss ich mich mal wieder melden. Allerdings nicht aus der Luft, sondern vom Boden, also aus meinem heimischen Fliegerstübchen. Das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der erste ist, dass die Aquila momentan nicht einsatzbereit ist. Ihr fehlt nämlich, wie man hier unschwer erkennen kann, ein essentiell wichtiges Bauteil. Die Aquila durchläuft also gerade ihre 1000-Stunden-Kontrolle. Da werden wichtige Teile und Aggregate gewartet, ausgetauscht, general überholt und so weiter. Und deswegen steht die Maschine also nicht zur Verfügung. Und der zweite Grund ist, ich erweitere gerade meine Auswahlmöglichkeiten der Maschinen. Ich mache also gerade eine Unterschiedsschulung, eine Einweisung auf der Cessna 172. Und die wird mit Fluglehrer geflogen und deswegen gibt es da nicht immer die Möglichkeit, vorher noch aufwendig Kameras anzubringen und zu verkabeln. Die Aquila ist ja ein Tiefdecker und die Cessna 172 ein abgestrebter Hochdecker. Und so im Vergleich zu dem Tiefdecker hat der Hochdecker ein total anderes Flugverhalten. Was die Steuerung angeht, war ich natürlich von der Aquila her bislang nur den Steuerknüppel gewöhnt. Und die C-172 hat jetzt ein Steuerhorn und da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Uhrenladen versus Glascockpit, das ist so der größte Unterschied, auf den man sich einstellen muss. Analoge Zeigerinstrumente im Gegensatz zu neu bei Cessna. Digitale Anzeigeinstrumente, digitale Displays, wo auch mehrere Anzeigen, die bisher getrennt verteilt waren, in einem gemeinsamen Instrument zusammengefasst sind. So modern die Cessna auch geworden ist, die Gemischverstellung muss trotzdem weiterhin manuell gemacht werden. In größerer Höhe wird wegen der dünneren Luft das Gemisch fetter und muss deswegen abgemagert werden. Umgekehrt, wenn man sinkt, muss das Gemisch wieder angereichert werden. Ein Vorzug der Aquila ist der Verstellpropeller, der Constant Speed Propeller, bei dem man über einen Hebel die Drehzahl einstellen kann. Und auf diesen Luxus muss man bei der Cessna leider verzichten, die hat nur einen Festpropeller. Die Drehzahl wird ausschließlich über den Gashebel geregelt. Dafür hat aber die Cessna eine andere Luxusausstattung, nämlich einen Autopiloten, den man wiederum bei der Aquila vergeblich sucht. Es gibt also einiges an Unterschieden, die man kennen muss, die man trainieren muss, an die man sich gewöhnen muss. Nicht zuletzt deswegen ist auch so eine Unterschiedsschulung da. Der wichtigste Aspekt ist der Wechsel von analogem Cockpit auf das digitale Cockpit, das sogenannte EFIS, Electronic Flight Instrument System. Das muss auch in den persönlichen Unterlagen entsprechend bestätigt und eingetragen sein. Nur dann darf man auch künftig Maschinen mit Glascockpit fliegen. So, jetzt habe ich euch aber genug vollgequasselt. Der nächste Video kommt dann hoffentlich wieder aus der Luft. Ich sage Tschüss, bis dahin.